Liebe Freunde, am späten Freitagnachmittag sende ich euch einen sonnigen Gruß zum Wochenende. Bei uns in St. Josef ist ja auch dieses Wochenende noch einmal von der Erstkommunionfeier bestimmt. Wir hatten gestern an Himmelfahrt eine Feier und jetzt am Sonntag dann die zweite. Es war pickepacke voll gestern. Es war ein schöner Gottesdienst und es waren sehr, sehr viele Menschen da und das hat mich wirklich gefreut. Viele hatten auch entweder ihr Handy dabei, mit dem sie Fotos gemacht haben, oder richtig große auch Fotokameras dabei. Es gibt ja immer eine Diskussion, soll man fotografieren im Gottesdienst oder nicht? Mich persönlich stört es nicht so. Es ist keine Pressekonferenz, das ist klar. Aber warum sollen nicht auch ein paar Fotos gemacht werden? Weil mir fällt auf, wenn ich Menschen zu Hause besuche, dann gibt es immer im Wohnzimmer oder im Esszimmer eine kleine Ecke, eine Fotoecke mit Fotos, die wichtige Ereignisse im Leben dieser Menschen zeigen, Hochzeit, Taufe oder eben halt auch Fotos von Freunden und Verwandten. Die Macht der Bilder. Und oftmals ist so ein Foto vielleicht auch der einzige Faden, der Menschen noch emotional an die Kirche erinnert und auch an Gott erinnert. Und wer weiß, ein Leben ist lang, vielleicht ist das der Faden, der später einmal den Menschen auch wieder einen Weg zur Kirche, einen Weg zum Beten, einen Weg zu Gott ermöglicht. Und deshalb stört es mich nicht so sehr, wenn es keine Pressekonferenz ist. Ich freue mich auf Sonntag, ich freue mich auf diese Feier. Und wenn Sie zu denen gehören, die Fotos haben, hängen Sie auch ein Foto aus der Kirche an diese Wand in Ihrem Wohnzimmer oder Esszimmer. Es ist der Faden, der Sie vielleicht später einmal daran erinnern wird, Gott ist bei mir, Gott liebt mich. Und ich kann mich auf Gott verlassen. Meine Lieben, ich wünsche euch ein sonniges Wochenende. Erholt euch gut, macht's gut, wir sehen uns. Tschüss.